und jetzt später für taptechnik.de. Wir gucken uns jetzt hier noch vor der offiziellen Präsentation das Acer Iconia A1 an. Das steht hier als Präsentation für die Mahlzeit. Wir haben das mal hier einfach ausgeschaltet und gucken uns das 7,9 Zoll große Tablet an. Es hat ein IPS-Display mit 1024x768 Pixel. Die Blickwinkel sind relativ gut. Ich habe die Helligkeit jetzt hier mal auf minimal gemacht, damit man das besser einfangen kann. Wir haben hier als Betriebssystem Android 4.2.2 Jelly Bean, also die neueste Version. Ja, wir können einfach mal auf dem Tablet herumgehen. Die Benutzeroberfläche ist vermutlich noch nicht final, aber es läuft relativ flüssig. Der Homebutton reagiert leider nicht immer. Wir haben hier einen MediaTek Quad-Core-Prozessor und ich glaube 16 GB Speicher. Wir gucken mal einfach in den Einstellungen. Ist natürlich alles Englisch, aber hier Android 4.2.2. Speicher, da haben wir es, 16 GB. Der Video einfach mal ums Tablet herum. Also wir haben hier an der Front eine Frontkamera mit, weiß ich nicht, wie viele Megapixel müssen wir beschauen. Hier haben wir einen Rausschalter. An dieser Seite ist nichts. An der einen Seite ist hier ein Micro-USB-Anschluss und ein Kopfhöreranschluss. Und an dieser Seite haben wir den Lautstärkeregler, Micro-SD-Slot, Mikrofon, denke ich, und ein Mini-HDMI-Slot. Die Rückseite ist weiß. Wir haben hier, glaube ich, eine 5-Megapixel-Kamera. Müsst ihr da nochmal im Blog nachlesen und hier den Lautsprecher. Ja, das Tablet wiegt, glaube ich, etwas über 400 Gramm. Also nicht so leicht, liegt aber relativ gut in der Hand, weil die Seiten hier so abgerundet sind. Und ja, wir haben hier Wi-Fi, GPS, glaube ich, alles mit an Bord. Ja, das war erstmal das erste Hands-on kurz vor der Präsentation. Und wir gucken uns das Tablet dann natürlich gleich nochmal an, wenn das offiziell präsentiert wurde und hier nicht so viel Lärm ist. Dann werdet ihr alle anderen Details erfahren. Ja, ich bin Peter für taptechnik.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.